Weltweit gehen die verschiedensten Leute aus verschiedensten Gründen auf die Straße. Wir wollen auf Münsterstraßen fragen, was die Leute davon halten. Und die Leute sind unzufrieden, ne? Aus verschiedensten Gründen. Ja, natürlich. Ob es wirtschaftlich ist überhaupt, ob es allen komplett, sind immer unzufrieden. Ist aber normal. Ist eigentlich verständlich. Verständlich? Ja, natürlich. Und es ist auch gut, dass die Leute dann dafür auf die Straße ja, gehen. Sollten wir eigentlich machen. Sollte jeder eigentlich von uns auf die Straße gehen und wirklich dagegen. Wenn man dann die Meinung vertreten will. Ja, natürlich. Ja, richtig. Weil in den meisten Ländern macht man, bei uns hier in Deutschland eher weniger. Mhm. Und das ist eher schade. Ich finde es grundsätzlich gut, wenn man seine Meinung öffentlich kundtut. Es hängt immer stark von den Medien ab, was in welcher Form und wie viel berichtet wird. Also ich denke, die Medien sind ja nicht, wie soll ich das sagen, objektiv ist jetzt gemein, aber es wird halt ausgewählt berichtet. Ja, hoffe ich, dass ich das richtig sehe. Ja, es kommt drauf an, wofür und weshalb die demonstrieren. Ne? Also wenn es Demonstrationen sind, die das Weltgeschehen überhaupt betreffen, ne? Dann sind Sachen, die, worüber sich Menschen einfach aufregen. Ne? Es gibt Sachen, es gibt Menschen auf der Welt, die machen halt alles richtig. Ne? So. Die werden aber unterdrückt teilweise. Ne? Es gibt Menschen, denen, die haben echt gewisse Sachen erfunden, ne? Also nicht fantasiert oder so, was nicht existent ist, sondern die haben Sachen, als sie klein waren, haben die halt erfunden, ganze Imperien, und haben da bis jetzt noch nichts von bekommen und so. Ne? Dass die dann demonstrieren und so, ist auch rechtens. Ne? Und es gibt Systeme halt, die immer noch versuchen, so wie auch damals war eben, Leute zu bestehlen. Ne? Also Raubbau im menschlichen Körper, am menschlichen Körper, Raubbau auf der Welt. Dann gibt es Menschen, die sind stellvertretend für gewisse Länder, für gewisse Bauwerke, für gewisse Naturschutzgebiete und so. Ne? Und wenn solche Menschen halt angegriffen werden, demonstrieren auch Menschen. Ne? Es gibt Demonstrationen, die sind unbegründet. Ne? Also die führen nur zu weiterer Gewalt gegen Natur eben. Ne? Und das ist nicht okay. Ne? Alles, was erhaltend ist oder so, ne, oder überhaupt zu guten Sachen führt, warum nicht? Ne? Ja, die weltweite Lösung ist ein anderes System. Wir leben im Schneeballsystem des Zinseszins. Und der Zinseszins ist eigentlich, der Schneeballsystem ist eigentlich verboten. Ganz einfach. Aber die etablierte, ja, und die Occupy-Bewegung ist halt entstanden, weil die etablierte Politik versagt hat. Das ist ja, ein allgemeiner. Ja. Würden Sie sagen, dass Demonstration Ansatz. Dann eher ein Resultat von schlechten politischen Entscheidungen ist? Oder? Jetzt wird immer klarer, wo wir eigentlich hinfahren, ne? In welche Katastrophe. Die Meere sind leer gefischt, die Ressourcen sind endlich, Überbevölkerung und. Ne, und das wird jetzt alles, komprimiert sich das. Und wenn wir Pech haben, gehen wir einer grausamen Zukunft entgegen. Langsam merken sie Leute und gehen deswegen auch auf die Straße. Richtig. Ich weiß noch nicht, ob es ihnen richtig klar ist, warum, wieso, weshalb, aber es merken immer mehr, ne? Im Portemonnaie erst. Ne? Weil der Mensch ist ja ein bisschen einfach strukturiert. Erst ich, dann der Hund, dann nichts, dann die Frau. Ja, so ist es. Ja, wir brauchen eine andere Gesellschaft, ein mehr Miteinander, Regionalgeld, Tauschringe, rostendes Geld, à la Silvio Gesell, das könnte die Lösung sein. Aber das ist in unserem Wirtschaftssystem, was jetzt läuft, nicht vorgesehen. Und darum verweigern sich die Banken und die, ja, die etablierten Parteien. Das ist eigentlich... Man sagt ja, dass alles so sehr kritisch ist zurzeit in der ganzen Umgebung, mit der ganzen Welt und Politik, und dass die Politiker was machen sollten, aber es nicht das tun oder nicht tun können, je nachdem, was man persönlich denkt. Und dann will man natürlich was dazu beitragen oder irgendwie was verändern. Und ich finde es komisch, dass mit den Demonstrationen, dass zu viele demonstrieren, weil das ja, das ist eine Art Protest, aber ich finde, man sollte eher selbstständig was machen oder versuchen, was machen. Demonstrationen sind halt natürlich so Mittel, Aufmerksamkeit zu erregen.